Lol. Ich werde keinen Fuß da hineinsetzen, bis ich sicher sein kann, dass er anschließend auch noch dran ist. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Monster so heruntergekommen sein kann, dass es deine Füße fressen würde. Wie auch immer. Es wäre nicht gerade klug, hineinzugehen, bis wir sehen können, was sich da drin befindet. Okay. Ah, da geht's auch weiter. Ja, es sah nicht so aus, als ob es da weitergeht, aber okay. Hier ist es verdächtig still. Hast du das gehört? Erst ist es dir zu ruhig und dann machen dich harmlose Geräusche nervös. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Vögel, nichts Aufregendes. Diese Vögel hören sich aber merkwürdig an. Andererseits bin ich kein Experte, was Vogelgeräusche angeht. Komm, die machen wir fertig. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Die würden uns in Stücke hacken. Ihr werdet gut beraten, auf den alten Mann zu hören. Wer seid ihr? Zeigt euch! Nur ein Feigling versteckt sich hinter seinen Männern. Welcher Narr wagt es, mich einen Feigling zu nennen, wenn er von meinen Männern umzingelt ist? Bitte, wir sind nicht gekommen, um zu kämpfen. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr müsst das ungestüme Auftreten meines Enkels verzeihen. Er ist ehrgeizig und hitzköpfig, aber kein Narr. Und warum sollten wir euch helfen? Fuge hat meine Frau auf seiner Galeone verschleppt. Ich beabsichtige, sie zu finden, mit oder ohne eure Hilfe. Kühne Worte. Eure Zuversicht ist bewundernswert, aber auch ein wenig naiv. Kommt in unser Lager. Wir haben dieselben Ziele, darum werden wir euch helfen, so gut wir können. Aber was können wir tun, ohne die genaue Position der Galeone zu kennen? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Okay. Ich möchte kurz dann Pause machen. Moment. Was hat denn die Tür geklingelt? Ah. So. Ein Moment. So, wieder da. War mein kleiner Bruder. Wie ihr seht, sind die meisten von uns einfache Bauern oder Händler. Aufrichtige Leute, deren Frauen, Töchter und Schwestern verschleppt wurden. Unser Leid hat uns zusammengeführt und zum Kampf gezwungen. Ihr seid hier willkommen. Seht euch ruhig um. Ihr habt angedeutet, dass ihr vielleicht wüsstet, wie wir das Schiff finden können. Ihr verschwendet wirklich keine Zeit. Das gefällt mir. Es gibt eine Höhle, die sich westlich des Lagers befindet. Sie führt zur großen Bibliothek von Gnoro. Man sagt, in der Bibliothek befände sich ein riesiges Teleskop. Damit sollte es möglich sein, festzustellen, in welche Richtung die Galeone fährt. Werdet ihr uns nicht begleiten? Um die rasenden Attacken glückloser, buchschwingender Bibliothekare abzuwehren? Nein, nein, wir bleiben hier und planen was unseren für nächsten Angriff. So. Dann fangen wir an. Ich würde sagen, wir reden mit jedem Mann. Sagt uns, ist Haven wirklich so stark gesichert, wie es den Anschein hat? Wartet! Achso. Mein Vater kann euch zwar hören, aber er kann nicht antworten. Als Fuge meine Mutter holte, hat er meinem Vater die Zunge herausreißen lassen, als Warnung für alle, die lauthals protestierten. Das tut mir sehr leid. Muss es nicht. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, das Fuge heimzuzahlen. Ich muss wieder zurück. Mein Training ist noch nicht beendet. Naja, seine Zunge bringt es aber trotzdem nicht wieder zurück. Fett Bob. Tolle Unterhaltung. Trainierst du so hart, um die Fuge ganz allein entgegenstellen zu können? Wenn es sein muss. Wie alt bist du? Alt genug, um zu wissen, wann meine Mutter mich braucht. Mein Vater und ich sind ihre einzige Hoffnung. Oh, du schießt. Zeig mal, was du kannst. Nee, jetzt schießt du nicht. Beeindruckend. Aber wie gut schießt ihr auf bewegliche Ziele? Lol. Dame Vogel. Beantwortet das eure Frage? Du dumme Kuh, wie hast du einen Vogel getötet? Hat Fuge auch eure Frau geraubt? Kamelin, wir wollten bald heiraten. Aber jetzt haben sie mir weggenommen.
Ich werde sie zurückholen. Koste es, was es wolle. Ich weiß, du denkst an Jennifer. Aber wir werden sie finden. In dem Fall mal nicht drin. Tretet zurück, wenn euch euer Leben lieb ist. Nein. Diese Kampftechnik wird das Netz des Todes genannt. Sie ist schwer zu erlernen, aber sehr wirkungsvoll. Übrigens, ich bin John und das ist mein Bruder Ben. Ich weiß, meine Kampffertigkeiten sind beeindruckend, aber ihr solltet es auch mal versuchen. Ihr seid gut, ihr lernt schnell. Ja, aber euer wahres Können wird sich erst im Kampf zeigen. Na, dann werde ich es ja bald genug wissen. Vielen Dank für eure Hilfe. Okay. Genau, hier hat man die erste Fertigkeit bekommen. Das zeige ich dann gleich. Da wählt man sie einfach aus. Und dann... Ich glaube, das ist oder? Ja, hat man deaktiviert. Genau, beide Maustasten einfach gedrückt halten. Gut. Und dann hat er halt so eine Aufladezeit wieder. Ups. So. Oh, eine Fackel. Wohin müssen wir weiter? Da kann ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Und die Fackel ist dann jetzt für die Höhle. Da gehen wir jetzt auch hin. Hier kann man nicht hin, okay. Ich bleibe da. Dein Unerschütter. Wo ist denn der Opa überhaupt da? Und der kommt jetzt nach. Ich wette, ihr hättet nie gedacht, dass ich das bin. Einmal ist ein Mann sogar in Ohnmacht gefallen und der war auch erwachsen. Na, warte, du Kleiner. Also dann, ich hau jetzt besser ab. Was für ein Troll. Und keine Sorge, ich erzähl auch nicht weiter, dass ihr Angst gehabt habt. Dieser. So, erstmal will ich mein Schwert wieder. Das habe ich früher immer schon vergessen, als ich das Spiel gespielt habe. Das habe ich genervt. Ein Schild kann man auch, obwohl ich benutze nie das Schild. Abenteurer, damit ich in meinem Buch der Legenden davon berichten kann. Unsere Taten. Ja, im Grunde ist nichts passiert. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Fiuch und da speichern wir einfach nochmal. So. Ja, wir ersetzen die Datei. Ich werde sicherheitshalber beim nächsten Speichern noch eine Datei erstellen, einfach nur, falls irgendwas schief laufen sollte. So. Das ist also die große Bibliothek. Weißt du mehr darüber? Die Bibliothek war früher einmal eine Schule für magische Künste. Aber als Silva alles, was mit Magie zu tun hatte, verboten hat, ist die Schule geschlossen worden. Irgendwas stimmt hier nicht. Nö. Wer oder besser gesagt, was war das? Sie sahen aus wie Kobolde. Machten einen recht durchtriebenen Eindruck. Sei auf der Hut. Aber sie sind winzig. Gegen unsere Schwerter können sie doch nichts ausrichten. Und wenn hunderte von Kobolden da drin sind? Dann werde ich sie alle vernichten. Also los, wir sollten uns lieber beeilen. Also für mich sah es nach Teufel aus, aber okay. Ich bin wohl doch nicht mehr der Jüngste. Ich krieg das Tor nicht auf. Geh zur Seite, lass mich mal versuchen. Schwächling. Glück für dich. Ich habe wahrscheinlich die Verriegelung gelockert, als ich die Tür gerammt habe. Sicher, Großvater. Klang gar nicht ironisch.